Da könnte noch was sein. Müssen wir gleich mal gucken. Nach links geht's natürlich noch. Aber da geht's ins andere Gebiet. Da würde ich vermuten, dass das alles einem anderen Spieler gehört. Aber kann man ja gleich mal feststellen. Da ist noch eine... Mein Gott, wie viele Goldminen haben die Säcke denn? Wir kriegen ja so eine mickrige zwei mickrige bewachte Goldminen von fetten Trupps bei uns an den Start. Und da ist alles voll mit Goldminen gepflastert, die einfach so offen bestanden, garantiert. Ist ja unglaublich. Klau ich gleich. Ich hatte auf 25 gespeichert, ne? Ja. Okay, dann gehen wir noch schnell in die anderen Richtungen einmal gucken. Da ist eine Sphinx und ein Eiszapfen. Hier oben sieht auch irgendwie nicht danach aus, dass er hier schon war. Nee. Hier kann man noch lustige Stellen teleportieren. Ich kann Roland nicht mehr bewegen. Okay, das ist spannend. Ach, ich habe ein Spielzeug. Das tut mir leid, dass wir damit jetzt so viel Zeit verschwenden. Komma, aber das ist notwendig. Vorne, auch wenn ich nicht glaube, dass hier was ist. Okay, da ist lila Gebiet. Lila ist der Nekromant. Lila ist der Nekromant. Lila ist auch der Besitzer dieser Burg. Also lila hat sich echt ausgebreitet. Alles gehört lila auf dieser Karte, wie es aussieht. Ich glaube, die Barbaren waren leicht unterdrückt von ihren Kollegen. Und ausgerechnet die haben wir plattgewalzt. Die armen Barbaren. Tut mir schon ein bisschen leid jetzt. Sehr traurig für die armen Barbaren. Okay, ja, dann der Menschengeld uns stattdessen mal hier rüber. Können wir eigentlich in die Schatten der Menschen gelten? Können wir wirklich? Oh, ich dachte, ich kann gar nicht in die Schatten der Menschen gelten. Ich habe die ganze Zeit extra außerhalb des Fox geklickt zum Gelten. Aber wir können tatsächlich mitten in die Schatten gelten. Dimensionsschott versagt. Nein! Okay. Ist ja gar nichts. Was ist das denn? Oh, hey, eine grüne Goldmine. Waren grün nicht die Barbaren? Okay, das sagt uns, dass die Barbaren auf jeden Fall mal hier waren. Ob sie hier ein Schloss haben, ist dann wieder die andere Frage. Ey, guckt euch das an, wie viele Goldminen die Säcke haben! Incredibile! Okay, aber hier oben scheint die Map zu Ende zu sein. Also, wir müssen hier geschickt gerade irgendwie an den Schlössern der Hexenmeister vorbeigekommen sein, vermute ich. Aber hier ist auf jeden Fall nichts Barbariges mehr. Kann natürlich sein, dass hier noch irgendwo... Ja, okay. Also, hier ist noch eine Goldmine, da ist noch ein Typ. Das ist auf jeden Fall Rolands Aktion für diese Runde. Wir müssen diese Typen da loswerden und das Gebiet hier clearen. Also nochmal, Dimension Gates. Jetzt müssen wir wieder den God Pixel hier unten finden. Da ist der God Pixel. Dann gate uns nochmal hier rüber. Dann gatest du uns hier hin. Und schnappst die Mine. Dann gatest du uns hier hin. Und wir encountern. Der Typ hat ja eh nichts drauf. Oh, Trolle! Ich liebe, dass er immer diesen Debuff auf unseren Titan fokussiert. Das ist so herrlich. So sinnvoll. So, unsere Archer sind die Shooter Kings. Wie üblich. Und da hat er keinen Bock mehr gehabt. Ja, kenne ich irgendwoher. Okay, und dann townporteln wir. Haben wir nämlich keine Schritte mehr, aber wir können hier unsere MP regenerieren. Perfekt. So, wir haben eine Goldmine gekriegt. Wir haben einen Gegner platt gemacht und jetzt stehen wir doof da.
Du, mein Freund, hast wichtige Dinge zu erledigen, wie hier Holz einzunehmen für uns. Du gehst in die Menschenstadt zurück. Und machst hier ein dummes Gesicht. Mit deiner zukünftigen Existenz bin ich immer noch nicht glücklich. Wir stellen uns jetzt hier unauffällig vor die Stadt und können sie nicht einnehmen. Du, mein Freund, bist jetzt nah genug an dieser Stadt, damit wir da ein Town Portal reinsetzen. Du kannst kein Town Portal? Oh, der hat nur Weisheit einfach. Kacke, mein ganzer Plan ist hinüber. Ja, gut. Hi. Naja, dann verlieren wir diese Stadt hier auf jeden Fall. Können wir nicht viel dran machen. Was wir allerdings zumindest machen können... Das wird zwar nicht viel Effekt haben, aber wir stellen hier Goblins auf, damit der zumindest durch die Türme ein bisschen Schaden nimmt. Wie gesagt, das wird zwar nicht viel machen, aber ey. Schon okay. Hauptsache, der nimmt hier ordentlich Schaden und so. So, meanwhile... Bei dem Mister gehen wir zu unserem Schloss zurück. Ja. Gab es ja eigentlich irgendwas, was wir bauen wollen? Nicht wirklich. Ein Held anzuhören wäre natürlich keine schlechte Sache. Armee gibt es zwar nicht zu holen. Aber irgendjemand muss hier oben herumlaufen und sich jetzt um die restlichen Minen kümmern. Kann ja sonst keiner tun. Und so ein Barbar ist doch schon sehr geeignet für sowas. Okay. Spannend ist vor allen Dingen... Kommt's. Ich hab's fast befürchtet. Was hier passiert. Okay, wir haben Massensegen als theoretisch besten Zauber leider. Antimagie. Kalter Strahl ist unser bester Damage Spell. Ihr seid Nino Kings, was sehr, sehr schlecht für uns ist. Durchschnitt. Sehr schnell. Mhm. Wir haben nicht mal Blenden. Warum haben wir kein Blenden auf diesem Held? Das ist richtig grottig. Unser bester Zauber. Massensegen. Dann tötet halt die Zentauren, bitte. Bitteschön. Das ist ein Segen, diese hohe Moral zu kriegen. Weg hier. Ich will nicht in Reichweite der Minotaurenkönige sein, wenn wir den ersten Zug haben. Das ist schön. So. Ihr fresst wie geplant ein paar Hits. Wir haben ihren Job gut erledigt. Da kommen die Minokings. Rumpf. Aber so, ihr killt jetzt bitte die restlichen Zentauren. Von denen haben wir zum Glück den größten Teil des Schadens abwehren können. Du killst die. Okay, neuer Zug. Der hat Stahlhaut, das können wir so nicht. Zack, zerstreuen. Das wird zwar sehr verlustreich, aber wir haben ja keine Wahl. Zack. Zwei Phönix fallen, aua. Ein Phönix fällt. Ich würde mich über einen Blind freuen. Nope.
Gibt's auch welche von den Ninokings. Meine Runde hat leider noch nicht angefangen. Du kriegst auch Minotauren. Das ist ungünstig. Da wieder Stahlhaut drauf. Aber du wirst sowieso Zwerge attackieren. Können aus der Reichweite fliegen. Glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, wir können nicht aus der Reichweite fliegen, hätte ich gesagt. Klar, die restlichen Zwerge. Aua, er blitzt war. Okay, zumindest hat das mich dann jetzt keine Stahlhaut. Oh, seriously. Tauren Kings töten. Er flüchtet doch jetzt eher, oder? Lackschuld, der Drecksack nochmal. War so klar. So ein Arsch. Wir könnten Ballistik gebrauchen. Okay. Ich bin überrascht, dass er sich das antun will. Heiliges Wort! Weniger Stand, als ich gehofft hatte. Muss mal zu den Titans nach oben. Oh, der hat Kettenblitz. Ach du Kacke. Kein Wunder, dass er sich das antun wollte. Okay, ja, nee, okay, nee, nee, ja, nee. Ja, ja. Die Armee hat dann überhaupt keinen Sinn, wenn er Kettenblitz kann. Ich will doch nur laden! Was? Warum hast du kein Egal, Kettenblitz ist teuer. Spart die Kettenblitze. Ich kann doch nicht mal flüchten. Kill mich doch einfach. Dude. Blut! Sag mal, hast du keine MP mehr gehabt? Hat er denn nur genug MP für einen Kettenblitz oder was? 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 76 von 50 ZP? Was? Das ist doch Cheating. Kate cheatet doch wieder. Kann aber nicht sein. Ex-Cheater. Jetzt komm, töte mich. Kill me! Jesus Christ! Danke. Hat ja lange noch gedauert. Okay, nein, nein. Falsch. Auf welchem habe ich gespeichert? Zampf 6? Nein, definitiv nicht. Auf welchem habe ich gespeichert? Zampf 5? Das war. Anfang letzten Zuges. Gegebenenfalls muss ich da tatsächlich wieder starten. Was ist auf Zomfk? Na, es ist noch früher. Was habe ich momentan auf Zomfk 10? Ja, sieht aus, als müssten wir den. Ja. Einen Zug leider wiederholen. Na gut, Jesus Christ. Also diese Mission hier, die raubt einem so ziemlich den letzten Nerv, habe ich das Gefühl. Kann sich wie gesagt nur noch um Jahre handeln. Okay, wir wären wieder am Anfang dieses Zuges. Also, wir wissen ja, was wir tun müssen. Wir Dimension gaten hierhin. Wir Dimension gaten hierhin. Wir Dimension gaten hierhin.
und nehmen uns diese Mine. Wir Dimension Gaten hier hin und mögen diesen Helden hier nicht. Da, 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 da. Den kann man nicht oft genug killen. Das ist, glaube ich, schon unser dritter Encounter mit dem Kerl. Es tut mir so ein bisschen leid. Vielleicht versuchen wir diesen nochmal Trick 17. Der ist die letzten Male ja geflüchtet, der Sack. Ein Vogel hat mir nämlich mal zugezwitschert, dass Gegner angeblich nicht flüchten, wenn man ihre Shooter am Leben lässt. Ich habe diesen Hinweis aber verfolgt, aber es hat ihn nicht gestört. Okay. Ich wurde angelogen. Stadttor. So. Madame steht vor der Schlacht ihres Lebens. Könnten natürlich auch einfach effektiv die Biege machen und gucken, was dann passiert. Mal schauen, was sich verändert. Du warst auf dem Weg nach Haus und standst da doof rum. Du warst auf dem Weg, uns weitere Generatoren zu holen. Und du warst auf dem Weg, dass ich mich darüber geärgert habe, dass du nur Weisheit einfach hast. Dementsprechend bleibst du wohl in sicherem Abstand stehen. So, ungefähr so, denke ich. Ja, vielleicht ist er noch ein Stück weiter weg. So. Du warst auf dem Weg nach Hause. Okay, war hier noch was zu bauen? Ich weiß es nicht mehr. Nein. Wir hatten hier einen Helden beim letzten Mal noch angeheuert. Das können wir wiederholen. Du brauchst die sehr langsam Orks nicht mit dir rumzuschleppen, du kämpfst ja eh nicht. Okay, speichern wir mal an dieser Stelle kurz. Auf Zompf 10, der war sowieso jetzt veraltet. Wir haben Tag 5. Schwitz. Die Armee, die wir schon kennen. Können wir hier momentan Truppen kaufen? Ja, wir können hier momentan Truppen kaufen. Ich sehe jemand in der Nähe. Nee, hier ist niemand in der Nähe. Du hast einfach Weisheit, das bringt uns nichts. Können uns Sarakin den Zauberer hier reinstellen. Wir haben hier keinerlei Verteidigungsanlagen gebaut. Was lustig wird. Den Schießplatz upgraden ist wahrscheinlich nur so mit das Sinnvollste, was wir gerade tun können. Dann können wir uns nämlich Sarakin holen, der dann hier auch zumindest Massen sägen kann. Der kriegt dann hier mal Phönixe und alle seine Einheiten entlassen. Und dann kriegt er noch ein paar Einhörner. Und dann kriegt er Kobolde. Und vor allem kriegt er 27 Großelfen. Die Kobolde hätte ich nicht kaufen sollen. 16 Großdruiden. Sorry, Kobolde. Okay. So, der hat seine Knochendrachen zurückgelassen. Gut. Mir recht. Roland, mein Freund. Du kennst das Spiel, Dimension Gates. Dimension Gates. Dimension Gates. Volle Breitseite. Der hat jetzt auch nicht so sonderlich viele Einheiten.
Feuerstrahl klingt ja verführerisch, so vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir können auch, ach ja, wir können ja heiliges Wort. Heiliges Wort! Did. Da hätten wir da so ein paar Mumien zu killen. Ich sehe den Kettenblitz schon in meinem Gesicht landen. Ein Glück für idiotische KI, die den Zertrümmerungsstrahl über jegliche Zauber priorisiert. Darf's nicht. Did. Yes. Endloser Erzkarren. Ach, der hat uns einen Erzkarren mitgebracht. Ja, ich hätte gern unser Schloss natürlich zurück. Wie zu erwarten. Kacke. Okay. Psst. Meist auf Logistik, schätze ich. Pfadfinden brauchen wir nicht mehr. Ja, Kacke, sieht man, warum ich Kacke gesagt habe, ne? Das ist echt Kacke. Ja gut. Ich meine, ach komm, der Kampf wird wieder genauso verlaufen. Ja, das geht so nicht. Alles muss perfekt verlaufen. Die Mission muss eine Dreiviertelstunde länger. Ne, Dreiviertelstunde ist gut. Zwei, drei Stunden länger dauern dadurch. So, ja. Das wieder, das wieder. Okay. Wir hatten Sarakin angeheuert. Immerhin kann ich ja meinen Fehler dadurch korrigieren. Entlassen wir mal Sarkins Halbling und entlassen seinen Iber. Ich hätte gerne Phönixvögelchen. Kobolde kaufen wir dieses Mal nicht. Ich hätte aber gerne 24 Kampfzwerge. Das ist eine ordentliche Armee. 16 Großdruiden. Das ist eine ordentliche Armee. 27 Elfen. Das ist eine ordentliche Armee. Zack, 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 zack. So. Wir haben noch die Möglichkeit, den Schießplatz abzugraden, was ich verpennt habe, dieses Mal zu tun. Machen wir es nachträglich. Zack. So. Okay, wir sind im Besitz einer Armee, um das hier zu verteidigen. Ob die dafür reicht, um das da abzuwehren, ist noch dahingestellt. So, sie hat dafür jetzt freie Fahrt hier auf die Schlösser gekriegt. Dann attackieren wir dieses Barbarenschloss hier. Sollte eigentlich kein zu großes Ding werden. Joa, machen wir mal kalter Strahl auf die Ogres. Dezimieren die Ogres. Überfallen, so weit, so gut. Oh, die down. Du kannst einen Goblin töten, bevor du stirbst. So weit, zwei, ich bin beeindruckt. Aber du gehst Orks dezimieren. Hier kommt nirgendwo dran. So, dann kannst du die restlichen Orks töten. Wir machen schon Goblins. Hier steht drauf rum. Tot. Wunderbar. Wir haben tatsächlich einen Phönix verloren durch die Geschichte. Ballistik.
Was gibt's denn hier? Nicht viel. Eine Statue. Jetzt ein Marktplatz. So, dann hätten wir das auch auf unserer Seite. Du wartest noch auf neue Dinge. Sägemühle. Du wirst da einnehmen. Du wartest noch. Du gehst hier zum späteren Shoppen rein. Du holst uns hier die Kristallmine und dann hier eine Sulfurmine. Wir könnten, aber wir sollten nicht. Das klingt nicht nach einer guten Idee. So, dann Spielstand speichern auf Rush 1. Warum nicht? Die Spielstände werden sowieso nicht mehr gebraucht. So, Roland. Dimension Gate. Ja, immer schön an den äußersten Gartenrand. Immer an der Wand lang, immer an der Wand lang. Dimension. Gates. So, Dimension Gates. Da, heiliges Wort. Ja, hier, Mumien. Hier rüber gekommen. Wir müssen jetzt erst Trümmerungsstrahl, der niemanden stört. Du kannst dort noch ein paar Goblins angreifen. Kannst du die Schwertkämpfer killen. Du darfst nicht. Und du killst die. Großartig. Endloser Erzkarren. So. Da waren immer noch nicht genügend Schritte dadurch, ne? Nein, hat nicht gereicht. Damn it. Meister Flogistik. Ich wünsche, wir würden dadurch einen Schritt zurückkriegen. Ja. Nee, ne? Doof. Das war jetzt sogar noch schlechter im Grunde. Wir haben es geschafft, noch weniger Schritte zu haben. Roland. Sag ich da. Oh doch, Moment, ich kann es mir halbwegs... Wobei, macht das Sinn? Weiß nicht. Bin mir nicht sicher, ob ich es mir vorstellen kann. Dimension Gates, Dimension Gates, Dimension Gates. So, einen Moment. Speichern auf Rush 10, braucht auch kein Mensch mehr. Wenn ich jetzt von hier das Dimensionstor hier hinsetze... Dann haben wir das Schritteproblem. Und ich meine, da haben das Schritteproblem schon mal so oder so. Was ist denn mit dem Kapitän hier? Roxanne! Gehen wir die Sache vielleicht minimal anders an.